Hallo, ihr Lieben, hier aus Mallorca. Ja, was gibt's heute zu sehen? Heute bin ich, wie ihr im Hintergrund hier seht, in Puerto Portales und laufe mal mit euch durch den relativ neu, fast fertigen Hafen von Puerto Portales. Ihr werdet gleich sehen, ein paar, wo noch Baustelle ist, hier wo ich gerade stehe auch. Und ja, aber ich zeige euch jetzt mal, wie es aktuell hier aussieht. Und ja, genießt die Bilder, viel Spaß damit. Ja, und wie gesagt, der Hafen hier in Puerto Portales wird ja komplett neu gestaltet. Familie Graf, die Inhaber hier von dem Hafen hier, komplett, machen wir ihn komplett umbau. Mega Schiffe da, wobei die ganz großen Schiffe dann immer noch irgendwo in Port Adriano liegen. Ja, aber auch hier sind nämlich ein paar Mega Yachten hier da. Und ja, wir laufen jetzt einfach mal hier ein bisschen durch den Hafen vorbei an den ganzen Restaurants hier, also ganz viel in erster Linie. Hier, wie gesagt, noch ein bisschen Baustelle hier vorne, aber die wird auch nicht mehr allzu lang gehen, dann ist sie auch fertig. Ihr könnt ja auch reinfahren und jederzeit parken. Parkplätze sind eine Stunde lang kostenlos, waren früher mal 3 Stunden. Jetzt ist noch eine Stunde parken kostenlos. Ihr seht schon hier ein bisschen, was hier so an Boden liegt. Schaut, ob wir hier nachher noch mal rausgehen. Vielleicht gehen wir nachher mal hier noch ganz raus. Ich gucke mal hier durch den Hafen durch und zeige mal hier, wie es so aussieht. Wie gesagt, verhungern und verdursten tut ihr ja definitiv nicht. Also über Restaurants. Natürlich auch einige Ticken zum Shoppen gehen. Bestes Wetter heute noch hier Ende Oktober bei uns. Sommerliche Temperaturen. Ja, jetzt da hinten noch mit dem Presslufthammer. Da werden wir gleich sehen, wenn wir hier vorne wieder so rumlaufen. Das ist wirklich richtig schön geworden ist hier der Hafen zum Puerto Portales. Da die anderen so letzten Sachen nicht machen. Wir laufen jetzt einmal hier in dem Ressort und dem Aber es ist nur Vorkaffee hier in Vorderportals in der zweiten Reihe durch. Hier in der Gasse unter diesen Palmen findet dann übrigens der für uns schönste Weihnachtsmarkt auf Mallorca statt. Weil er hat ein tolles Ambiente, er hat tolle Hütten, die aufgebaut sind, sehr geschmackvoll, bisschen wie ein deutscher Weihnachtsmarkt von der Dekoration her. Und der geht praktisch dann hier, wo wir jetzt sind, einmal. Hallo Mauzi! Der geht dann einmal hier komplett durch. Das sind dann links und rechts und auch da unten auf dem Weg überall Buden aufgebaut. Ja, hier oben dann auch noch Boutiquen. Sunseeker ist hier. Vorne kommt dann noch ein China-Restaurant und ein paar andere Restaurants. Und auch im Sommer hier drin schön, weil durch die Bäume, durch den Baumbewachs ist es hier nie so richtig heiß drunter. Und wie gesagt, hier findet von der Optik her einer der schönsten, der schönste Weihnachtsmarkt in unseren Augen statt, hatte ich ja gerade schon gesagt. Natürlich ein bisschen Etepetete ist klar, weil es ist ja Puerto Portales mit Yachten und so weiter. Da oben sind sogar noch irgendwelche Geschäfte frei. Immobilienmakler sind natürlich auch hier, klar.
Und das wird auf jeden Fall hier wieder eine schöne Zeit. Also jeder, der dann zur Weihnachtszeit hier ist, auf Mallorca, kann sich ruhig mal hier den Weihnachtsmarkt, ich sage immer, der schön und reich mal antun, aber es sind auch ganz normale Leute natürlich da. Da von der Meer, da laufen wir dann gleich wieder zurück. Und ja, hier gehen wir nach vorne, wie der Weihnachtsmarkt geht, hier kommt ihr doch hier. Es ist halt viel aufgebaut zum Stehen, zum Sitzen, zur Stehtische, wo man dann ein bisschen essen und trinken kann. Und hier hinten, da wollen wir jetzt hinlaufen. Da gibt es dann eine Eisbahn in Anführungszeichen für Kinder. Eine Kunsteisbahn ist aber nicht wirklich Eis, ist so Plastikmaterial. Hier stehen dann auch noch irgendwelche Foodtrucks. Ich weiß nicht, wie dieses Jahr da stehen, aber hier stehen dann auch noch so Foodtrucks, die verkaufen hier. Und hier, wo es der Brunnen ist, da ist dann die Eisbahn aufgebaut. Aber wie gesagt, keine Natureisbahn, sondern mit Plastik. Da sind auch noch ein paar Restaurants, Pizzeria. Da hinten ist jetzt auch eine Tiefgarage, die gab es früher nicht. Die wurde jetzt auch gebaut im Rahmen des Umbaus. Also gibt es auch komplett innerirdisch noch Parkplätze. Ganz früher waren die Parkplätze sogar komplett kostenlos, da war gar keine Schranke da. Du hast aber dann auch fast den Parkplatz gefunden, weil viele, die hier wohnen, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, hier oben schauen, da oben am Berg, da sind natürlich auch überall Wohnungen, Wohnanlagen. Und es gab natürlich genug Leute, die dann einfach sagten, okay, wir sind mal 3 Wochen in Deutschland oder 4 Wochen weg oder irgendwie. Und dann eben hier parkten und die Autos einfach hier stehen lassen haben. Dementsprechend waren Parkplätze immer sehr, sehr begrenzt. Und jetzt dadurch, dass sie immer angefangen haben, 3 Stunden gratis zu machen, jetzt nur noch 1 Stunde, dadurch sind natürlich dann auch die Parkplätze eher frei, weil du nicht mehr einfach dann oder hier 4 Wochen stehen lassen kannst. Hier stehen dann die Schiffe, die entweder da aus dem Wasser kommen. Oder übrigens hier, der ist jetzt komplett hier eingerüstet und mit einer Folie drum. Gestern war nur das Gerüst drumherum. Das heißt, heute müssen sie da eingerüstet haben. Zugedeckt haben mit Folie und hier wird dann auch repariert, lackiert, Anti-Fouling und so weiter, was alles so gemacht wird am Boden. Also hier kannst du dann dein Boot aufstellen lassen und dann überwindern die Boote da, dass sie dann da repariert von Spinners und so weiter. Hier hinten im Förderportal ist, was viele nicht wissen. Also hier oben erstmal nochmal Wohnanlagen. Also hier mit mega Blick aufs Meer. Und was viele nicht wissen, ist, dass es hier hinten im Förderportal ist. Sogar einen Strand gibt. Der ist auch noch in vollem Betrieb jetzt Ende Oktober. Liegen stehen noch da, Sonnenschirme stehen noch da. Wie gesagt, ja, könnt ihr in Porto-Portal sogar an den Strand gehen. Da draußen so eine vorgelagerte Insel, da schwimmen dann viele hin und paddeln hin mit den Paddleboards und so weiter. Da hinten oben, da hinten, da, so da, na und da, hier, da,
da ist er dir diesen mega teuren Luxus Beach Club, der direkt vorne ran, also hinten sieht man es, vorne ran sein Pool hat. Da hinten steht eine mega große Yacht draußen vor Anker. Und auch hier in dem Restaurant Ses Poncha hat man wirklich einen tollen Blick hier aufs Meer und auf die vorgelagerte Insel. Also wie gesagt, auch zu einem Strandbesuch kann man hier nach Puerto Portales. Manche Wege müsst ihr jetzt einfach doppelt mit mir gehen, weil ich einfach heute mal wieder den Stream hier bzw. die Aufnahme einfach durchgehend mache, dass ich hinterher nicht viel schneiden muss. Dann muss ich gleich auch Wege wieder zugehen. Da wollen wir jetzt reingehen, laufen wir dann auch nochmal zurück. Hier sind auch eine Segelschule, also wer Segeln haben, hier sind auch immer viele Kinder, die hier segeln haben, also diese kleinen, ganz kleinen Segelboote dann mit Gruppen, die hier segeln haben. Seht ihr dann auch den Kran. Hier ist dann der Lobster Club, was ich sagte, dieser Edelclub hier, dieser ganz teure, wirklich sehr, sehr teure Beachclub, kann man sagen. Hat er vielleicht jetzt sogar schon zu, aber da ist nicht viel los, dann kann ich auch mal durchlaufen. Der scheint schon hier im Winterschlaf zu sein. Oder hat vielleicht nur innen offen wegen Wind, aber auf jeden Fall ist noch nichts los. Schaut mal von hier oben. Hier könnt ihr perfekt sehen, wie es hier am Top aussieht. Der große Kran, der hier die Schiffe auf dem Meer raushebt. Da fährt ja noch ein großer Autokran raus. Ja, und hier oben ja, können wir es durchlaufen, ist keiner da. Lobster Club. So sieht dann dieser Club hier aus, wenn er, so wie es aussieht, im Winterschlaf ist. Schauen wir kurz, was hier drauf steht. Dear Guest, during the month of October, this establishment will be closed on Mondays, Tuesdays and Wednesdays. Okay, also montags, dienstags und mittwochs ist jetzt geschlossen. Ab Oktober. Da machen sie nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auf. Wahrscheinlich ein bisschen einfach von Tag bis Mittwoch nicht genug los. Heißt also, hätte ich jetzt eine Badehose dabei, könnte ich hier problemlos heute in den Überlaufpool springen. Könnte ich hier heute ein Schwimmerchen machen. Ich mache jetzt doch mal eins mit und schneide nachher ein Video zusammen. Oh ja, jetzt kann ich mich hier hinsetzen. Tatsächlich auf so eine im Normalfall unbezahlbare Liege setzen. Hier am Lobster Beach Club. Nur zu trinken kriege ich heute nichts. Aber wie gesagt, hier normalerweise die Liegen sauteuer zu mieten. Und ja, jetzt könnte es über ins Wasser gehen. Ja, ist kalt. Also würde ich nicht freiwillig reingehen. Hat schon ein bisschen abgekühlt. Aber
ja, heute hier mal ausnutzen, dass man hier am Lobster Beach sitzen kann. So, hätte man heute eigentlich Sandra mitnehmen müssen. Fläschchen Kava. Und dann hat man hier alleine im Lobster Club. So was machen wir sein können. Wir waren im Lobster Club. Ja, dann habe ich mich jetzt hier leider ohne Getränke ein bisschen am Lobster Club aufgehalten. Guckt mal hier. Ja. Und gehen wir hier hinten rüber. Haben wir mal einen tollen Blick hier. Ja. Überlaufpool. Da hinten ist. Da hinten der Strand. Seht ihr schon, wie überall mal kurz geschwenkt. Hier überall Häuser hingebaut, überall Wohnanlagen, ganz quer rüber. Über den Hafen hier. Ja, die da oben euch alle einen sensationellen Blick hier in die Richtung über den Hafen von Porto Portales. Die ganze Ecke übrigens, die wir jetzt hier gelaufen sind, ist praktisch alles neu gemacht, neu angelegt hier hinten. Also auch hier kann man wunderschön vorlaufen. Hier oben hat dann auf der rechten Seite den Blick über den Hafen hier ins Gebirge oder in diese Hügel. Ja, Gebirge ist es ja nicht, eher Hügel. Und das offene Meer. Ich laufe jetzt auch nicht mehr hier bis ganz nach hinten. Da hinten sind einfach nur sind acht Boote. Man kann ja komplett rauslaufen. Und ein bisschen was ist euch auch noch selber und wenn ihr auf der Insel seid. Guckt mal, das Rötchen, das türkisfarbene, blau, türkis, grün, türkis. Toll. Sieht doch schön aus. Schöne Farben. Ja, jetzt gehen wir hier durch den Hafen retour. Ich nehme euch, wie gesagt, leider noch mal ein Stück mit, wo wir schon mal hergelaufen sind, aber das ist jetzt so. Da liegt auch ein Boot, das schön trocken an Land liegt und wahrscheinlich auch was repariert wird, gerichtet wird. Hier der Lobster Club von unten. Und wie gesagt, die ganze Ecke, wo wir hier laufen, die ist, also natürlich gab es den Strand auch schon früher und das Restaurant da oben hier gab es schon früher. Hier dieser Lobster Club, der ist komplett neu gebaut worden. Die ganzen Straßen hier ist alles neu gemacht worden. Die Tiefgarage ist neu gemacht worden. Gab es früher nicht. Und dann auch die Ecke, wo wir jetzt gleich hinlaufen, ist toll und neu gemacht, weil früher, ja, erzähle ich euch gleich, wenn wir vorne sind.
man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich es jetzt erzähle. Der ganze Hang natürlich mit Netz, mit Gittern abgesichert, dass kein Steinschlag runterkommt. Auch mal zwischendrin schon mal die Bitte, wenn euch das Video gefällt, dann bitte einen Like da lassen und einen Kommentar abgeben. Und wer es noch nicht getan hat, drückt bitte jetzt die Abo-Schaltfläche und aktiviert die Klingel, dass ihr auch immer informiert werdet, wenn es neue Videos gibt. Ja, und hier ist jetzt die Ecke, wo man früher mit dem Auto durchgefahren ist. Und man ist früher von da hinten ging die Autostraße hier durch und ging dann, naja, jetzt ging es ja hier rum. Aber früher war es sogar noch kürzer, weil dieser ganze Teil, in dem wir jetzt sind hier, der ist im Prinzip komplett neu. Und früher ging die Straße von da vorne in diese Richtung hierher fahren mit dem Auto und dann praktisch links wieder zurück. Und jetzt ist hier vorne in der ersten Linie nur noch Fußgängerzone, schön angelegt mit Pflanzen und es kommen keine Autos mehr entgegen. Also für die erste Linie würde ich mal sagen, ein totaler Gewinn, dass man hier jetzt eben was war ich gerade? Ja, genau. Ich glaube, für die, hier kommt bald was Neues rein. Also für die Desto Wars hier und für den Hafen in der ersten Linie ein totaler Gewinn. Es ging wohl auch, soweit ich weiß, mehrere Jahre darum, ob der Hafen vergrößert wird, ob er ausgebaut wird, ob er renoviert wird oder nicht. Dann ist der jahrzehntelange Pachtvertrag, den die Familie Graf hier hatte, war eigentlich am Auslaufen. Dann haben sie erstmal nicht investiert, weil sie sagten, wir müssen erstmal wissen, ob das Ganze weitergeht. Irgendwann ist dann klar geworden, dass sie wieder den Vertrag über viele neue Jahrzehnte bekommen, woraufhin sie sagten, gut, dann starten wir den kompletten Umbau, die Renovierung, neue Straßen, Tiefgarage und so weiter, was dann alles gebaut wurde. Und wie gesagt, ich finde es vor allem hier in der ersten Linie richtig, richtig schön geworden, dass man eben hier laufen kann ohne Autos, weil früher, man muss mal gucken, ob noch irgendwo alte Videos online sind. Hier zum Beispiel, wo ich jetzt gerade laufe, hier, da standen früher immer Autos, haben immer Autos geparkt, weil da waren Parkplätze. Hier drüben rechts vor den Läden waren Parkplätze, Autos geparkt. Hier in der Mitte, da man sieht es ja noch ein bisschen, da in der Mitte, hier wollte es diese, die Straße ist, da war die Autostraße, da sind die Autos gefahren. Und jetzt hast du hier eine Fußgängerzone, keine Autos mehr. Und wer möchte, kann zuschlagen. Hier gibt es ein Boot zu verkaufen. Und hier fährt gerade einer raus. Olivia heißt das Boot. Und jetzt nochmal dieses schöne Wetter aus heute. Schönes Wetter und vor allem auch ganz flache See, also keine Wellen. War wirklich relativ flach. Hier ist so ein Parfümerie, ist natürlich noch da. Hier kommt irgendwas Neues rein. Nee, oder ist das noch? Ja, da kommt irgendwas Neues rein. Also man kann hier schon mal auf jeden Fall ein paar Stunden aushalten. Adenauer, Klamottenlabel.
Da sind schon ein paar geile Teilchen. So, hier haben wir gesagt, laufen wir mal noch raus. Hier ist leider, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Da ist ein bisschen Baustelle. Da hinten, das rote Boot war verdraht worden, da die Pullen da hier drauf, sind gerade gerade jetzt. Wir haben vorher fertig gemacht und gehen mal einmal. Ach ne, wir gehen nicht hier raus, wir gehen die nächste raus. Hat so viel Lärm verlaufen, weil die. Ja, so hier, wie gesagt, beim Dortmund Cappuccino Grand Kaffee. Wahrscheinlich mit die teuersten Kaffees und hier auf Mallorca. Aber auch da kann man halt schön sitzen und mal gucken, mal ein bisschen anschauen, wer hier so rumläuft, was da so in Bewegung ist. Schaut euch mal dieses Boot an, ich finde es ja schon mega geil. Vom Design her, Blue Game, richtig, richtig genial. Wunderschön. Hier die Pepper Amsterdam unter holländischer Flagge. Auch ein schönes Boot. So, wir laufen hier, laufen wir mal raus. Ja, aus Sandras Heimat, Paradise, Hamburg. Ja. Wichtig ist auch immer, dass das passende Auto zum Boot davor steht. Viele hier in Valletta zugelassen. Valletta ist einfach steuerlich interessant. Malta, Zulassung von solchen Yachten. Hier auch Valletta, auch maltesische Flagge oben dran. Den könnt ihr übrigens chartern. Den könnt ihr chartern. Teil hier. Die Teile stehen in mehreren Port Adriano, weil Port Adriano ist ja auch ein neu gebauter Hafen, relativ neu gebaut, also höher als der hier. Viel Platz, dass das Superjachten hat. Ja, hier hinten kann man nicht weiter rauslaufen, da geht das gerade Schiff raus, das wir gerade gesehen haben, die Yacht. Und ja, wichtig ist natürlich immer, auch ein Auto direkt vor die Yacht fahren kann. Ist aber wahrscheinlich auch teilweise wirklich wichtig, weil ja auch die Handwerker herkommen müssen, die ja, Lieferanten, Handwerker, Leute, die Wein an Bord bringen, die Essen an Bord bringen und so weiter, Lieferanten,
ETC. Es laufen aber einige aus heute. Was ist denn heute los? Schaut mal da hinten, da läuft gleich das nächste große aus. Also es ist ein bisschen windig, es ist erstaunlich, aber auch hier läuft gleich noch das nächste Boot raus. Also ich glaube, viele nutzen gerade nochmal das schöne Wetter aus, um eben nochmal mit dem Boot rauszufahren. Aber gut, wir haben natürlich auch in Deutschland noch Herbstferien und Ferienzeit. Das heißt also, viele werden einfach nochmal jetzt nochmal da sein auf Mallorca in den Herbstferien in Deutschland, bevor dann vielleicht, danach geht es dann bei den Leuten, die hier ihre Boote mal rausfahren, die haben dann wahrscheinlich noch ihre Ferienwohnung oder Ferienhaus in Österreich oder sonst irgendwo oder Kitzbühel oder keine Ahnung. Das heißt, jetzt wird nochmal Mallorca ausgenutzt, es fahren wirklich relativ viele Yachten nochmal raus. Ja, und danach geht es dann wahrscheinlich eher in die winterlichen Regionen. Das ist aber auch ein großes Teil, das rausfährt. Ja, wir laufen zurück in Richtung Startpunkt. In dem Video. Damit könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir langsam, aber noch ganz langsam, ein paar Minuten kommen noch, am Ende sind. Und ihr könnt nach wie vor ein Abo dalassen, ihr könnt nach wie vor natürlich auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was in die Kommentare schreiben und natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen wir hier heute angeschaut haben. So, der AMG ist unter der Schutzhaube. Das sind doch zig Millionen. Wie viele Millionen ist eine Milliarde? Ist es vielleicht sogar über eine Milliarde an Wert, was hier steht? Ich kann es euch nicht genau sagen. Hunderte von Millionen sind es auf jeden Fall, weil da mit Sicherheit mindestens 100 Yachten stehen, wo jede mehr als 1 Million kosten. Und dementsprechend sind es auf jeden Fall hunderte Millionen von Euro, die ja einfach so im Wasser rumliegen. Man könnte ja auch sagen, alles ungerecht verteilt, aber naja, solange es uns gut geht, solange es euch gut geht, ihr alle hier in der Community zusammen hoffentlich gesund sind, das ist das Wichtigste, können wir dann einfach mal trotzdem so einen Anblick genießen.
Wir laufen noch auf der Seite runter, auf der anderen Seite wieder hoch, dass ihr ein bisschen eine Idee habt, wie lange wir noch hier sind. Ich laufe mal vor den Autos rum. In der Reihe, da lag auch mal ein Schiff von einem Kunden von uns. Schöner Ferrari, der hier steht. Ich bin da kein Fan. Oldtimer oder Sportwagen. Wisst ihr? Ist ja so gar nicht meins. Ja, der hat wahrscheinlich seine Yacht jetzt irgendwo. Hat das hingelegt? Ist das die Schiffstankstelle? Hier ist noch nicht ganz fertig, hier haben wir ein bisschen was gebaut. Gerade jetzt hinschaut, sehe ich hier die ersten 7-8 Boote liegen, dann muss ich mich korrigieren. Die Yacht liegt doch noch da. Hat sie nur ein bisschen renoviert und den Schriftzug etwas dezenter gemacht als früher. Ja, dann der Tower der Hafenbehörde. Wenn du da oben drin dein Büro hast, hast du auch einen tollen Ausblick. Da sind dann auch die Offices drin, soweit ich weiß, von Nordheißen aus. Also von unserem kompletten Hafen, Hafenbehörde und so weiter. Und hier auf der Seite. Vor dem Hafen. Da ist dann da hinten auch nochmal ein Strand. Da hinten ist ein Strand. Also genau auf der anderen Seite vom Hafen ist dann auch nochmal ein Strand. Und hier ankern dann immer Boote an den Bojen. Und zwar hier dann in dem Bereich der normalen bezahlbaren Boote. Hat man hier die Boote für jedermann. Die liegen dann hier draußen an der Boje. Seht ihr ganz viele Bojen frei, also hier kann man dann auch an die Bojen legen. Was haben wir denn vorwiegend? Kleine Segelschiffe, kleines Motorboot, ein paar ganz kleine. Ja, hier einer, der absäuft. Da säuft ein kleines Dinky-Schlauchboot-Dinky ab. Wobei jetzt eigentlich die Zeit kommt, wir hatten ja schon die ersten Unwetter und Winde, also man sollte, ach ja, und da haben wir es, also gerade wollte ich sagen, man sollte langsam mal die Boote rausholen, dass sie nicht irgendwo kentern. Weil ich gerade sagen wollte, wir haben langsam die ersten Unwetter und die ersten und Stürme und dann gehen mal Boote unter. Und guckt mal hier, was soll ich sagen, in dem Moment, wo ich sage, da hat es schon eine erwischt. Die lag hier an der Boje und hat vermutlich seinen letzten Sturm nicht überlebt. Ist wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, möglicherweise, ich guck mal kurz, dass ich mal hier rausgehe, auf die Steine.
Ja. Möglicherweise von der Boje losgerissen und dann hier auf Grund gelaufen und gekentert. Gut, die liegt aber auch schon, so wie sie aussieht, sehr lange ungepflegt hier im Meer. Aber ich habe sie bisher noch nicht versunken. Also wie gesagt, jetzt ist die Zeit, wo eigentlich die Boje raus müssen. Weil jetzt eigentlich langsam die Winterstürme kommen, dann eben das Ganze passieren. Ihr Lieben, und hier mit dem gekenterten Boot im Hintergrund verabschiede ich mich von euch. Das waren jetzt die letzten Bilder von hier, von Port Halsnaus, von Porto Port Hals besser gesagt. Und nochmal zum Schluss die Bitte, wie immer, lasst ein Abo da, werdet gerne Kanalmitglied, schreibt mir was in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hoffe, unser Kanal wächst weiter und freue mich über eure Kommentare und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Kanugo B. Tschüss, ciao.